So, wir versuchen gerade mal den ersten Test mit dem e-Propulsion Elektromotor für Subs. Nach der Kopplung, die etwas tricky ist, die man erstmal ausprobieren muss und ein bisschen, ja, mit Geduld und Ruhe sich alles durchliest, dann muss ich sagen, dann ist das Tempo schon sehr gut. Wir fahren jetzt gerade Vollgas. Das soll ein Tempo von ca. 9 km/h haben, was schon recht flott ist. Also so schnell kommt man mit dem Paddeln nicht entspannt voran. Und hier am schönen Ruhrsee, ja, da kann man auch mal die Weite genießen. Und natürlich wechseln wir nachher auch zum Paddeln wieder, zum klassischen. Das Paddel an sich braucht man, um zu steuern, weil der Motor gibt quasi nur einen Geradeaustrieb vor und ja, es macht Spaß. Ja, und wenn ihr Bock habt, im Rahmen unserer Paddeln macht Spaß Roadshow, könnt ihr auf einem unserer Tourstops in Deutschland diesen Motor auch testen. Einfach mal auf Sub drauf, mit Motor testen und ihr werdet sehen, es macht Spaß und ist auch ganz einfach. Ciao!